Eichhörnchen zu Haus. Zum Beispiel Fräulein Känguru, die hat noch immer keinen Mann. Hüpft allen Lehrern hinterher, doch nicht ein einziger weist an. Zum Beispiel Dr. Hannibal, der Tarpedane sich bewegt, ist einer, der im Unterricht noch seine Fahrradklammern trägt. Das ist doch alles dekadent. Zum Beispiel Fräulein Suppenhuhn zieht ihre Schuhe gerne auf. Und wenn man diese dann versteckt, läuft sie auf Socken durch das Haus. Zum Beispiel Pfeifen Heinrich Paut, ein übel riechendes Kraut. Und sagt dann auch noch volle Stolz, den hab ich selber angebaut. Die Bude auf.